Willkommen zurück zu GTA Online. Ja, immer noch Single-Aufnahme hier. Die sind alle gestorben, irgendwie alle verschwunden. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich hier aufgenommen habe. Ja, und heute machen wir mal einen kleinen Test und da eignet sich die Strecke doch hier gerade schon. Wir suchen uns mal zwei Punkte raus. Kommt ein bisschen darauf an, wie der Verkehr ist, aber naja. Ich würde sagen, diese Laterne hier an diesem Gebäude nehmen wir mal. Huch! Ja. Und zwar möchte ich heute mal ein bisschen die Beschleunigung testen von der Karre hier im Gegensatz zum Edda. Mal gucken. Fahren wir los. Ungefähr, ja, fahren wir hier los. Natürlich, der ist ein bisschen führerscheinfrei, der hat mich vorhin schon gerammt hier. Der Dave. So. Jetzt warte ich mal, bis gerade Zahl bei euch kann sein. Nach dem Rennen ist das ein bisschen anders. Ich warte mal bis 1.10. Genau auf die Uhr gucken. Und... Boing. 1.23 ungefähr. Also 13 Sekunden bis hierhin ungefähr. Plus minus 1. Ah ja. Holen wir mal den Edda ran. Die Garage ist ein bisschen buggy hier. Sekunden. Nicht schlecht. Eigentlich. Lalalala. Na, ich sehe ein bisschen anders aus, ne? Der Rage Jockel war vorhin unterwegs. Ich muss mich noch umziehen. Ach, falsche Karre. Nein. Mich irritieren lassen. LP-Onkel. Ah, ich habe jetzt mal die Kennzeichen gemacht. Ich hätte vielleicht einfach nur Onkel nehmen sollen, aber naja, ging eh nicht. 13 Sekunden. So. Bin ja mal gespannt, ob der Edda schneller da ist. Das heißt, der Centauro hat eine bessere Beschleunigung. Weg bei 3 Minuten von mir. Und... Go! Na, da vorne. Boing. Auch 13 Sekunden ungefähr. Plus minus 1. Die sind ungefähr gleich schnell, würde ich sagen. Ja. Wenn man ein bisschen kreativ ist, ne, weiß, sieht man, guck mal, wonach sieht das aus, die zwei Steine so, ne, angeschwollen. Ja, auch um die 13 Sekunden rum so. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, das mal genau stoppen mit der Uhr, wenn ihr Bock habt, und das in die Kommentare packen. Ja, ich meine, der Edda hat eine höhere Endgeschwindigkeit. So, was machen wir denn dann jetzt? Ins Kino gehen kann ich, glaube ich, mit euch nicht. War hätte ich jetzt gerade so in Gedanken. Wegen... Ich meine, das ist in den Bestimmungen so, man soll das nicht machen. Laut GTA Rockstar Games. Naja. Boah, das war aber haarscharf, ne? An der Laterne, 13 Sekunden. Sie erinnert total an Midnight Club, der Tunnel hier. Das ist ja eigentlich auch vom Aufbau her fast gleich. Einige Stellen. Ist ja auch LA hier eigentlich. Gut, bei Rocks, bei Midnight Club ist es schon eher an LA gelegt, bei GTA ja nicht. Wahrscheinlich wegen den Lizenzkosten auch so, wegen den Autos und dies und das und Käsebrot. Käsekind, Käsekekst, Kekskind.
Boing, boing. Tja, und so jumpt man mal nebenbei. Mal gucken wir. Mal gucken, ob irgendjemand voll drauf hält hier. Nö, sieht nicht so aus. Inside Eve IB. Inside Eve. Welche Folge ist das eigentlich hier? Also die Top 10 sind wir noch nicht hier, die letzten 10 Folgen. Kann mir nicht vorstellen, wenn man 88 oder 89 ist das. Oder 87, einen von den dreien. Wird schon sein. Oh yeah. Ich weiß was. Ich wollte sowieso mal nachschauen, ob es das neue gibt. Oh, parken like a boss. Uhuhu. Tätowierung ansehen. Die war von und hi. Ah, ja. Ist das denn Schwertfisch? Rad? Wicked Paper! Rich Hustler. Ja, ja. Ja, Hasia. LPO in weiß. Blackjack. Hustler. Leere Schriftrolle, ja. Verzierte Schriftrolle. 7 Todsünden. LS Flammen. Faith. Naja. Naja. Ist alles ein bisschen übertrieben, ne? Ja, klar. Arschgeweih Los Santos Customs. Trust no one. Ja, ich will ja was für die Front, aber ne, für die Front gibt's noch nichts Schönes. Oh. Oh, ich kann dich hier drin nicht schlagen. Tut mir leid. Er hat mich eingeparkt. Bei dem Lack fällt mir doch was ein. Hä? Da kommt eine Idee. Wartet mal, da ist ein Bandenproblem. Wo ist das Schwein? Boah, was? Wo kommt er denn her? Oh. Alter. Was denn hier los? Was ist denn los mit euch? Komm, machst du... Oh, verbleibend einer. Jawohl. Böll. Voll durch Löcher, aber ich stehe noch. Ich habe nur 4 Kills gemacht. Aber egal. Hauptsache, wir haben den Pennern in den Arsch getreten.
Hoi. Boing, 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 boing. So. Ah, milchig. Vagosgasse hier. Boah, Bisowski. Ey, da kommt was. Oh oh. What game? So. Ich gucke mal in der nächsten Folge. Ich habe irgendwie Lust, Sachen durch die Gegend zu werfen. Oh, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. Okay. Fass. Oh. Oh ja. Oh. Oh. Lamar. Naja. Lamar ist voll lahm. Jump, jump! Mein Gott, das hätte aber auch klappen können. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man da rein? Kann man da rein? Kann man da rein? Nein, warum machen die da eine Grafikmauer hin? Sind die behindert? Wahrscheinlich einfach nur durchgezogen die Häuserreihe. Ne? Scheiß drauf, Junge. Hey, hier steht ein Auto in einem von meinen Captures. Hier ist eine Basis, glaube ich. Oh ja. Motorrad. Motorrad. Bam. So. Dann verabschieden wir uns und sehen uns in der... Na, was kommt jetzt? Hä? Hä? Falsch. In der folgenden Folge. Ah, nicht nächste Folge. Ah, ah, ah. Ciao.